Was hast du gemacht? Oh. Ich glaube, das Netzwerk ist gerade. Einer von uns hatte, glaube ich, gerade einen Reconnect. Das kann gut sein. Ich glaube, das war ich. Ja. Speicher einfach und mach nochmal neu auf. Wenn ich das. Speichern. Der lädt das dann von dir runter. Gut. Also was OBS sagt, sagt immer noch streamt. Ja. Ja, bei mir auch. Gut, okay, dann. Okay, dann mache ich mal eben die Szene leer, damit wir nicht dein Ding sehen. Deine IP. Ach so, jo, alles klar. Ja, ich hoffe, er hat jetzt gespeichert. Oh, da hat einer in meinem Chat geschrieben. Hey. Aber ich kann das halt nicht sehen, oh, okay. Deswegen. Also. Ach so, ja. Zweiten Bildschirm. Und ich wünschte, es hätte irgendwie eine Möglichkeit, dass der einen Sound macht oder so. Aber das kann man nicht einstellen. Ich glaube, er speichert nicht. Wie? Er speichert nicht. Also du hast aber auf Speichern geklickt. Und dann hat er gespeichert, oder nicht? Nee. Vielleicht ist das denn. Ne? Okay. Warum denkst du, dass er nicht speichert? Weil, wenn ich in wieder aufs Spiel speichern gehe, wird das da nicht angezeigt. Als gespeicherter Stand. Kriegst auch keine Meldung oben links irgendwie gespeichert oder was? Nö, richtig. Weil es steht ja Warten auf Spieler. Ach so. Kannst du mal versuchen, ob du trotzdem einfach connecten kannst. Okay. Probieren wir das mal. Wobei, meine IP hat sich ja geändert. Ja, ich... mal gucken. Ich sehe ja deine IP. Probier's mal aus. Das wäre interessant, wenn das klappt. Ich kann keine Verbindung zum Spielrechner verbinden. Okay. Dann hoffen wir mal, dass. Ich glaube, er macht der Autosaves. Kannst du das. Oder? Kannst du das Warten nicht abbrechen, irgendwie? Dass dann ich halt einfach nicht gekickt werde oder so? Also, ich kann. Ich weiß nicht wie, es ist halt. Wisst du, wie man das abbrechen kann? Das steht einfach in der Mitte, warte auf Spieler J, warten auf Spieler FY. Okay. Kannst den Stream gucken. Ja, der ist gerade schwarz. Tö, noch? Mein Stream ist schwarz gerade, oder... Ach so, du meinst deinen Stream. Mein Stream. Richtig. Was war das? JAT _org. Ich weiß auch, was du meinst, aber. Also Sache ist halt, wenn ich hier auf Speichern gehe. Deine Facecam! Nein, okay. Hallo! Ja. Nett. Ich sollte vielleicht mal das die auf andere Seite verschieben, da wo nicht die ganzen. Egal. So, wenn ich hier auf Speichern klicke, dann passiert da nichts. Ja. Ja. Und, wenn du auf Hauptmenü klickst, dann fragt er ja vorher nach und dann kannst du so einen Haken in automatisches Speichern reinmachen. Vielleicht macht er das zumindest. Also Autospeichern ist alle 10 Minuten. Aber ansonsten, also Haken. Nee, nicht da. Nicht in den Optionen. Wenn du auf Hauptmenü klickst, also dass du quasi
das Spiel beenden willst, dann fragt er dich halt Achso. vorher. Und da ist dann, da kannst du einen Haken in automatische Speichern reinmachen. Ja, geht nicht. Das ist wirklich shit. Ja, egal. Es bringt ja nichts. Ich gehe jetzt mal zum Admin zurück. So, gucken wir mal. Machen wir mal Spiel erstellen. Ich finde deine Gestik. Karte. Ich finde deine Gestiken schön. Sehr, wie du reagierst auf das, was ich sage und wie du durch Ja, deine ungefähr Ge 5 Minuten genau, später. ja, genau, wie du durch Gestik das unterschreibst, was du vor 10 Sekunden gesagt hast. Die Sache ist, das meine ich natürlich auch, wenn also keine Facecam an ist. Ja, klar, ich verstehe das ja Ja. auch. Okay, Macht es man ist ja nur auch. der Spielstand von Ganz am Anfang, 1 ja. Uhr. Ja, Von man hat zwei uns da. Stunden. Ja. Nice. Nice. Warum hat das Spiel keinen Autospeicher? Wenn, vor allem, wenn. Oh Gott. Hab ich vielleicht. Warte mal. Hatte ich bei mir irgendwas gespeichert? Spiel Kannst du ja mal erstellen. gucken. Die anderen. Ich habe hier noch Speicherstände von 2008. Hatte ich mich. Gut. Ja. Wollen wir da vielleicht weiterspielen? Weißt du was, dann let's call it a day. Ja, hier, 2005. Oh, was ist das? 1:23 Uhr. Das ist doch Kacke. Naja. Ja. GG. Genau. Tschüss, Stream. Ja, das, ja. Vielleicht morgen nochmal. Ja. Oh, jetzt war aber auch noch jemand drauf. Achso, nee, das bist ja du. Ja, das bin ich. Genau. Also bei mir hat irgendjemand in den Chat geschrieben, aber ich krieg sowas halt nicht mit. Ja, das ist ärgerlich. Ich will. Ich hätte vielleicht bei dir ins Stream gehen sollen. Warum? Ja, dann hätte ich das gesehen. Ach so, stimmt. Ja, das hättest du machen können. Twitch. Chat, Sound. Gucken. New Viewer, New Chat Message Notification. I recently started streaming for fun. Yes, Mooboot, you can get a private notification with sound if you wish. Mooboot? Moobot? Denn ein Moobot? What? Wrong. Was ich ganz cool finde, für Monster Cat gibt es einen Stream, den man joinen kann und dann joint einen Bot den Channel und dann kannst du halt einfach so den Stream im Hintergrund laufen lassen, hast halt immer Musik dann. Und der schreibt dann halt einfach nur das, was halt gerade an Liedern kommt, in den Chat, aber ansonsten kannst du das dann halt frei benutzen. Ja, ist cool. Muss halt keine Gebühren bezahlen oder sowas. So, dann mache ich den Mainstream auch mal aus.